Also kleines Kind, ja. Ich war vielleicht 8, 9 Jahre alt, ne? Da Okay. hat's mit dem Spiel, ich glaube, das war einer der Spiele, die ich echt lange gespielt habe. Und ich kann das Spiel heute immer noch spielen. Also klar gibt es mittlerweile solche Remaster-Version, dass es auf neuen Konsolen, also neuen Computer läuft, Ja, ein logischerweise, weil Kilogramm das war Käse damals, beste, ich glaube, ein Windows Kilogramm Margarita und ein XP oder Kilogramm so, Käse. oder? Nee, wann war XP? 2000er Jahre, da, nein, in der Windows 2000, dann so 2.2 oder 2.3. 201, doch, das war mit XP. Das war gerade XP, ist ein Jahr später gekommen, Arno. Ja, das Und ich war. weiß. Oh, ich weiß noch, damals, als wir, dass du das futuristische Anno hattest und du mir die gecrackte Version erklären wolltest, wie ich die kriege. Das war ja doch bevor der UBC Launcher gekommen ist und danach kam ja der UBC. Ubisoft. Ubisoft. UBC ist was anderes. Ubisoft UPC, Launcher. ach je, Ja, das gibt's Gott sei Dank nicht mehr. ja gut, heißt es einfach anders, aber ist genauso Ja, schlimm. aber ja, genau, oder viel schlimmer aktuell. Wie, Auf keine jeden Ahnung. Fall Ubisoft Launcher und seitdem kann man das ja nicht mehr. Ist aber auch, glaube ich, besser so mittlerweile, würde ich sagen. Früher war ich Ja, wirklich ja. so ganz schlimm, dass ich wirklich Spiele gecrackt habe und so. Ne, also, Das waren ja auch ja, es Zeiten. waren Zeiten, wo man ein Ja. Kind war, wo man kein Geld hatte und so, ne? Nein, nein, nein. Nicht das. Ich meine, das waren noch die Zeiten des Wilden Westens im Internet. Muss man fast sagen. Es war vor Facebook, vor irgendwas. Facebook kam, glaube ich, 2006 oder so ins Spiel oder 5. Ah, los, los, ist am Schlafen. Ich dachte, er sei tot. Du auch? Du auch? Genau das dachte ich nämlich auch. So, ich habe relativ viel Suppe Suppe gemacht. So, wir haben jetzt viel los und nichts los, haben beide einen Sattel. Perfekt. Oh, ich kann. Oh, was war kurz? Fertigkeiten. Ich kann Fertigkeitspunkt setzen. Das muss ich aber schlau setzen. Nee, Kochexperte. Ich hab schon 3 von 3. Kochwissen. Das wäre was. Ich hatte mal Anno 1600. 02. Was war 1600 für ein Anno schon wieder? 16 und 02, das war der Nachfolger von 1503. Das war der dritte Teil des Spiels. Vor, also das erste war 1404. Übrigens, die Quersumme geht immer 9. Nur mal so als Information. Nein, Anno 1600. 02. Nein, 1600. Nee. Nein. Nein. Einfach nein. Und Anno 1700 ist irgendwie auch ganz falsch. Ah. Weißt du noch, dieses 20, dieses 2205 fand ich gar nicht mal schlecht. Oder 2035. Aber Anno 1700, das passt doch nicht. Gab's ein Anno 1700? Oder wie heißt das neue? 1701, oder? Nee. 117. Das neueste war ja Anno 1800. Das neueste. Also 1170, oder? Nein. Ach so, 117. 117. Och mein Gott. Ja, Okay. das wird geil, Till. Das wird geil. Wir haben jetzt Das immer so. ist komisch. Wir hatten immer bei Arno immer vier Ziffern. Darum, das passt doch nicht. 1700, was ist los? Du Also hast 117. gesagt, wegen der Quersumme. Ja, Und die 7 macht halten 9, sie ja logisch. ein. Eins, Ja. eins, sieben. Ich dachte eben 1700. Weißt du, so. Ja, Nein, dann wäre nein, es ja 1, 8. 1, 7 im römischen Ja. Imperium. Boah, das wird Ja, das schockgesell. wäre Das aber müssen wir vor spielen. Christus, das wäre. Ja, logisch. Also, Das ist, ein Alter, Anno das ist. ist was komplett Neues. Das gab's bei Anno so noch nie. Wirklich, du kannst, Lag glaube ich, mich sogar nie. zwei, DLC gibt's zwei, bestimmt irgendwie. ah, die zwei Szenarien, die gab es ja schon mal. Du konntest ja bei den futuristischen, konntest du ja zwischen 21, was ist grünen und das? 2 und industrial, 21.
Ach, das gab es ja auch noch, ein Anno 2105, glaube ich. 2035, glaube ich. Nee, 2070. 2070. Ja, das hast das du mir gezeigt, wie ich das cracken konnte. Da warst du ja auch zwei Fraktionen. Die Grünen und die Tech-Geeks. Stimmt. Die wollen jetzt wieder so machen, dass du zwei Szenarien wählen kannst. Irgendwie das römische Imperium im Zentrum von Rom und das römische Imperium in Ägypten. Irgendwie so. Ich habe einen Fertigkeitspunkt, den ich vergeben kann, aber das ist halt... Kochexperte bin ich schon 30% schneller. 30 Erfahrungs... Mehr XP, Wissen. Mehr XP. Ja, bei Kochen, also... Ja gut. Soll ich mehr XP... Bei Bauen habe ich schon, ne? 15%. Ja, ja, machen wir doch. Hast du noch einen Bogen? Einen, ja. Okay, ich mach mal einen. Aber sich zwei. Boah. Landwirtschaft habe ich fast noch nichts. Da haben wir unsere Leute, die das machen, ne? Grundsätzlich. Das Essen hast du wieder hingetan in den Nahrungsmittellager, yep. Oder? Genau. So, wollen wir schlafen? Ja, dass die Quest vorangeht, ja. Ich schlaf draußen, es ist heute eine schöne Sommernacht. Passt doch. Grundsätzlich hören wir immer so um 12 Uhr, glaube ich, circa rum auf. Quisch mit Falislav. Oh oh. Falislav, nicht Falislav. Falislav. Ja, Falislav, genau. Ja, mal ein bisschen. Voran. Ist ja erst 11:30, ne? Bogen, ein Bogen. Ich brauch zwei Bogen. Manchmal zwei Bogen. Den Rest brauche ich für. Oh, das wird ein Secret. Dass ich das brauche. Holz. Seid ihr meine Leute, die hier aufpassen auf ordentlich, oder was? Okay, gute Nacht, Hausburg. Ich wohne nicht mehr hier. Danke fürs dabei sein. Wo hab ich nicht das? Ach so, ich bin eins zu. Zwei zu weit oben. Okay, alles in Ordnung. Okay, dann stelle ich halt mal vier Bogen, ja. Dann kann ich den wohl hier wieder vergessen. Entfernen. Die Frage aller Fragen. Ja, Honigschwaben können wir noch nicht machen. Ich möchte Nebenquests generell irgendwie ein bisschen machen, aber... Ja, so Sachen, die man abliefern kannst. Also wo wir sicherlich safe haben. Jo, bis Freitag. Das ist die Frage. Eben, wie gesagt, ne? Freitag schauen wir, wann ich streame werde. Dann hol ich mal Esel. Wie lange, ne? Schauen wir. Jo, Esel holen. So. Wo sind die jetzt überhaupt? Jetzt kannst... Ja, zwei Esel haben wir jetzt. Dann können wir uns... Ja, ich meine nicht uns. Ja, dann sind es eigentlich nur noch zwei, wenn wir uns nicht einrechnen. So, in welche Stadt soll ich gehen? Das ist die nächste Frage. Wahrscheinlich nach Basdovia, oder? So Standard. Klonica, die Quest abschließen. Und dann bei Skauki hat's die nächste Quest. Ey, also, diese Esel können eigentlich genau nichts. Die können nur irgendwo hinstacken. Also. Mama mia. Okay, was? Nach dem Klo muss ich gehen? Klonica. Gegen Norden sollst du rennen. Oh, ich werde von Hühnern angegriffen. Okay, alles klar. Mal nach Norden. Irgendwo hin, wo es nicht schneit. Schneit sie eigentlich im Spiel? Ja, im Winter. Also im Winter, ich meine ja generell, aber gibt's hier im Norden immer, wäre es im Norden immer Winter, im Süden immer... Oh immer, nee, es gibt, das gibt's Dingens? Nicht. Gibt's nicht.
Ach übrigens, eine andere Frage. Du hast mir ja gesagt, ich soll doch eine Serie auf mein NAS packen. Das war doch House of Dragon. Ist das okay? Ist das in Ordnung? Kann man das gucken? Es wurde gehypt. Ich kann es nicht sagen. Ich wollte es immer schauen. Aber ich habe nicht mal Game of Thrones geschaut. Deshalb kann ich es nicht sagen. Kann ich nicht wirklich... Also ich kann den Login machen. Da kannst du beides kostenlos gucken. Du hast dann Apple TV, oder? Sowas in der Art. Nein, ich habe ein Birnen TV. Ah, du hast iCarly geguckt. Stimmt. Stimmt, jetzt wo du sagst, die hat ja einen scheiß Birne auf ihrem Laptop die ganze Zeit. Ja, macht ja auch Sinn. Lizenztechnisch macht das komplett Sinn. Also würde ich auch machen. Ja, damals hat es Sinn gemacht. Heute könntest du locker easy Apple oder Windows da drin zeigen. Locker easy. Müsste hinkommen. Aber ja, diese Serie gucke ich aktuell übrigens. iCarly ist so eine geile Legendenserie, Digga. Wenn ich How I Met Your Mother fertig habe, gucke ich zuerst mal iCarly, dann Hotel Second Cody und stimmt. Dann... Oh, warte mal kurz. Hotel Second Cody, Digga. Oder Hannah Montana, auch wenn es ein bisschen girly war, ich hab's gefeiert. Das war so die Jugendzeit. Oh, Digga. Oh, oder Gott. Disneys große Pause. Oder kannst Film... Kannst du mir die ganzen Serien in iMessage schreiben irgendwann, wenn du Zeit hast? Ja, ich schreib's dir jetzt. Ich bin gerade Leingeweber machen. Also, perfekt. Phil, ich vergiss das immer. Ich vergiss das 100%. Disney's große Pause. Dann kann ich die sowieso Game runterladen. Also Game of Thrones und House of Dragon habe ich. Also ich kann dir fix auf jeden Fall einen Account erstellen. Du kannst es eigentlich selber machen. Und dann kann ich dir meinen Server freigeben. Hannah. Gut, das hat auf Disney. Disney Plus hast du halt alles, ne? Was gab's noch? Was gab's noch? Irgendwas gab's noch. Ah! Bin aber ganz alt. Oh mein Gott! Ja gut, Phineas Ferb bin ich nicht gerade so. Das ist, glaube ich, schon... Dank der Doofenschmerz. Da bin ich schon weg. Nee, hab ich zwar auch noch ein bisschen geguckt, aber keine Ahnung mehr. Stimmt, das sind nur Serien. Impossible, stimmt. Ach mein Gott. Game Possible, Ron Stubble. Übrigens, bei Akali gibt es ja eine neue... eine neue Aufnahme, so gesehen, in Version 2021. Ah, was? Jo, hab ich auch. Ah, Zoe 101! Oh mein Gott. Heilige Maria, der packst aber die ganz alten Nickelodeon-Sachen aus, oder? Ja, Digga, sicher! Ah, das ist doch... Zoe 101 ist doch die kleine Schwester von... Selena Gomez. Nein. Britney Spears. Das ist eine Spears, glaube ich, oder? Man ist jetzt komplett am falschen Ort. Ich weiß es nicht. Ich glaube es auf jeden Fall. Oh, die Serie. Naja. Hey, Arnold und typisch okay. Andy. Ja, typisch Andy, das ist auf jeden Fall. Jo. Nochmal kurz, ich gucke es gleich wirklich nach. Ja, Zoe 101 war Jamie Lynn Spears. Das ist wirklich die kleine Schwester von Britney Spears. Ah, deshalb fand ich die so schön. Okay. Das erklärt's. Aber ja, alles solche Serien. Ja, mein Nase wird sich freuen. Wie war dieses, wie hieß, es gab noch eine Serie mit Selena Gomez. Selena Gomez hat eine Serie gemacht. Beverly Place oder so. Beverly Place, die Zauberin von Beverly Place, glaube ich. Hotel Second Cody war sie, Hannah Montana war sie drin. Die Zauberer von Beverly Place. Genau. Habe ich ja vorhin gesagt, mehrmals. Das stimmt, das war auch noch was. Ey, was für Serien man eigentlich. So die 2000er bis 2010 so gefühlt. Oder ja, maximal 2012. So viele gute, also für uns, sage ich mal, jetzt gute Serien raus.
eigentlich scheiße. Also, ohne Witz. Also, Digga, die war so bei uns auf dem Pausenhof, hat jeder von Selena Gomez geschwärmt.